Was klappt? Mein Name ist Sieg und herzlich willkommen zur 37. Episode zu Subnautica. Die letzte Episode war rein komplett bauen. Und diese Ecke hier ist mein Crafting Stage, mein Fabrikator und die Modifizierungsstation. Was mir jetzt so gesagt fehlt, ist jetzt, was ich noch bauen muss, ist das Aquarium. Und ich habe mir überlegt, ich habe übrigens die Leiter jetzt hier zur Seite gemacht. Alles an der Seite jetzt hoch, sodass ich hier in der Mitte mein Aquarium bauen kann. Und was mir halt fehlt, ist ein oder zwei Kisten für die pflanzlichen Sachen. Die habe ich jetzt hier nicht, wie ihr seht. Quarz habe ich, Titan, Quarz und Salz, sie ist jetzt schon wieder voll. Titan ist fast voll, Magnetit und Lithium habe ich ein bisschen was. Ich habe das ganze Magnetit hier für ein bisschen verbraucht für die Verstärkung und hier an der Leiter. Weil links und rechts an der Leiter konnte ich leider nicht diese großen Schränke hinpacken, aber halt die kleinen. Ich denke mal, die reichen auch dafür aus. Und natürlich sieht es voll cool aus, wenn der Fabrikator aufgeht und hier dieses runde Dings ist von der Verstärkung. Ich denke mal, das sieht ganz hübsch aus. Der Eingang ist so geblieben wie sonst. Und jetzt, so gesagt, muss ich nur noch quasi mein Aquarium bauen. Und beim Aquarium denke ich mal, hier entweder rechts oder links zwei große Kisten, wenn ich die hier hinbauen kann. Aber zuallererst baue ich mir mein Aquarium. Ich brauche Titan und viermal Glas. Da gucken wir immer eben schnell nach. Ich nehme einmal Titan und Glas. Da habe ich ja auch zum Glück relativ viel. 1, 2, 3, 4. Dann gehen wir hoch und bauen mal das Aquarium. So, ja, es geht, Alter. Ich habe es auch vorhin schon probiert, so. Es geht, ich kann mein Aquarium bauen und das Geile ist jetzt, Alter, ich will mal gucken, wie es dann oben aussieht. Ich baue das Ding mal hin. Oh, ich bin gespannt. Mein Aquarium. Geil, Alter. Und, warte mal, wenn ich jetzt... Und ich kann jetzt von hier aus da oben rausgucken und es wäre wirklich geil, wenn ich hier Fenster hinbauen könnte. Dafür brauche ich halt wieder viel Quarz und viel Glas. Hier würde ich die Verstärkung lassen. Ich denke mal hier ein, zwei Kisten, wenn ich sie überhaupt bauen kann. Mal gucken. Das ist echt komisch hier, dass ich hier alles doppelt habe. Nee, fast alles. Kann sein, dass hier... Eigentlich, wo das doppelt ist, wo zum Beispiel der Schrank doppelt ist, vielleicht ein Pflanzenzeugs, weißt du, so ein Bottich ist zum Pflanzen von Pflanzen ist, zuständig ist. Kann sein, dass das ein Bug ist. Das werde ich nachher mal ausprobieren. Aber ich kann Schränke hinbauen, das ist perfekt. Ich brauche Glas und Titan zweimal. So, machen wir zweimal Glas. Oder ich brauche mal vier Schränke. Und Titan. 1, 2, 3, 4. So. Für die Pflanzen und ich denke mal Dekofische backe ich hier mal zwei Kisten, weil ich habe ja halt. Wir haben halt vorhin. Ja. Wir haben vorhin gesehen, dass einige Pflanzen auf einmal vier Plätze verbrauchen im Winter. Und das ist nicht schön. Deshalb baue ich jetzt extra viele Schränke dafür, für die Pflanzen. Ah. Es wird auch sehr, sehr eng, sehe ich gerade. Ich denke mal, diese klaustrophobische Enge würde dann verschwinden, wenn ich hier wirklich echt ein paar Fenster hinbaue. Dann haben wir wenigstens nicht das Gefühl, dass wir zusammengepfercht sind. So, wo habe ich jetzt... komisch, dass die Musik halt so spontan endet. Das ist gut. Das ist Gott. Schgott. Und noch eins für noch mehr Pflanzen. Ich denke mal, das ist so gesagt für die Farm. Falls ich hier einen hinbauen kann. Mal zur Seite. Dahin wollte ich das doch, ja. Ich glaube, ich muss den einen noch mal kurz verrücken. Oder auch nicht. Mal gucken. Hier... ein bisschen weiter raus ist er, aber ich denke mal, das ist schick. Und hier packe ich jetzt die ganzen Pflanzen hin. So. Die Pflanzen habe ich jetzt erstmal draußen zwischengelagert. Nämlich hier.
Einige sind jetzt nicht mehr in irgendwelchen Kästen, sondern halt werden so dargestellt, wie sie aussehen. Das finde ich gut. Einiges ist runtergekullert. Die sammle ich jetzt erstmal alle auf. Und die Kisten hier, die muss ich auch alle leeren. Da sind auch ein paar Pflanzen drin. Oh, ist schon voll, ey. Eins kann ich aufsammeln. So, dann schauen wir mal, wie es abgeht. Autsch, das ist echt ein bisschen eng hier, aber das Aquarium ist cool. Ich pack mal die ganzen Windelranken rein. Oder eher gesagt, die ganzen großen. Den ganzen kleinen hier. Säurepilz ist eigentlich auch notwendig, um Batterien zu bauen, ne? Ich mach mal draußen einen Pilzschrank. Die anderen Pflanzen packe ich mal hier rein. Einige sind grün, einige sind blau. Das ist auch ein stärkeres, also ein dunkleres Blau als dieses. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die blauen für unter Wasser, also ich kann sie nur im Wasser pflanzen. Und die grünen, die Pilze, die könnte ich dann so gesagt nur im Trockenen, also in Luft craften, pflanzen. So, okay, gut. Ich hole mir jetzt den Rest der Pflanzen und schauen wir mal, was wir mit einem Aquarium machen können. Hier noch ein paar Pilze. Oh, jetzt habe ich die Kackboje aufgesammelt. Warte mal. Tschüss. Nein! Ah, verdammt. Basis. Okay, sie bleibt wenigstens erhalten. So, dann gucken wir mal hier. Wo ist meine Lampe? Und sammle mal das ganze Gestrüpp hier auf, das ich runterfallen lassen habe. Ich hoffe, ich finde auch alles wieder. Dann auch diese komischen hier, Tiefenpilze. Ein Messer habe ich weggeschmissen, das ist Schrott. Achso, das ist diese Kackhöhle mit dem mit der Leine, die ich nicht mehr reparieren kann. So, ich hoffe, ich habe hier alles bis auf das hier. So. Guck mal, die kann ich bestimmt auch... Nein, die kann ich nicht. Das ist ja komisch, warte mal. Hier hat er die Klinge. Die geht nur Schrott. Schade. Diese Pflanze wäre ja auch nicht schlecht. Oh, hier. Hier habe ich hier noch viel mehr. Nee, das sind jetzt die Pflanzen, die wachsen, oder? Weiß ich nicht. Der hier. Dann kann ich auch mal die hier mitnehmen, die paar Samen. Wenn schon, denn schon. So, mein Messerchen. Ich denke, das war's. Sieht schon cool aus, so, ne? Mit dem ganzen Licht so. Und in der Kiste, stimmt. Die Pflanzen von früher, die ich von der Insel mitgenommen habe, die sind jetzt hier drin. So. Dann schauen wir mal. Das ist ein bisschen blöd hier mit der Enge. Ich denke mal, ich packe die trockenen Pflanzen hier rein. Und die nassen Sachen hier in die Pilze. Ich denke, die Pilze tue ich speziell in einer speziellen Pilzkiste. Windegrassame. Die sind alles unter Wasser, die nehme ich mit. Unter Wasser gehört unter Wasser. Voll hier das Ganze. So. Und hier kommen die Pilze hin. Kann ich weiter mal die Kiste leeren? Oder beide Kisten. Noch beide randvoll. Kurz das Licht auswählen. Na? So. Ach, hier habe ich noch dieses Zeugs. No. Und hier noch? Liegt da noch was hier an der Seite? Nö, ne? Okay. Was haben wir denn so alles Schickes hier? Ach, die Signale. Warte mal, die packe ich mal zurück. Das sind die, die ich schon habe. Pilzproben. Die Pilzproben sind hellblau. Es kann sein, dass ich die nicht nutzen kann. Noch nicht. Pilze alle rein. Ach, hier. Hier kann ich mal die farblosen Dinger reinpacken. Und die Landdinger hier hin. So.
Da hat jemand eine Tür zugemacht, höre ich gerade von draußen. Und nun, Silbererz. Ich habe schon hier genug Zeugs hier. Dann mal reinpacken und Gold auch. Dann haben wir es bald, dann haben wir es bald. Salz, ich könnte mal ein bisschen Glas machen. Zweimal Glas. Und Salz packe ich rein. So, um Platz zu schaffen. Jetzt fahren laute Autos durch die Gegend, ne? So, Produkte habe ich hier. Jetzt habe ich auch viel mehr Übersicht irgendwie. Mit dieser Art Hierarchie, die ich hier entwickelt habe. So, ich habe ja... Da stand ja geschrieben, ich kann noch eine Luke hinbauen. Dann nehmen wir ein bisschen Titan mit. Ich glaube, eins war das oder zwei. Weiß ich nicht. Und einmal Glas. Dann kann man irgendwie eine Luke hinbauen. Ich guck mal, wie oder was. Probier mal von unten. Luke. Luke. Hier geht schon mal nicht. Lol. Von der Seite. Da kann ich drinnen schwimmen. Ich gehe mal nach oben und guck, wie es oben aussieht. Kann ich hier drüber laufen? Ja. Ah, und von oben kann ich zugreifen. E halten. Ah, nee. Komisch. Von oben kann ich keine Luke. Okay, ich gehe mal rein und mach mal eine Luke von hier vorne. Mal schauen, wie es überhaupt aussieht. Kann ich auch irgendwas anderes, wie Glas zum Beispiel? Nein, ne? Nein. Wie das wohl aussieht. Schick. Jetzt bin ich innen drin im Aquarium. Pflanzer benutzen. Aquariumpflanzen. Und ich kann so gesagt hier reinspringen und Fische, die ich habe, einfach rauslassen. Das ist cool. So, was ich jetzt vorhabe, ist vielleicht, ich guck mal das mal einfach mal. Ich baue mal die Verstärkung ab und wie die Verstärkung dann aussieht. So. Mach mal. What the fuck? Okay, das ist schon mal ein Bug. Ich kann jetzt unter Wasser laufen. Ich darf bloß nicht runterfallen, dann komme ich nie wieder hoch. Basis verlassen. Okay, das ist echt gefährlich. Das könnte echt wirklich gefährlich werden, ey. Wenn ich jetzt runtergefallen wäre, dann wäre ich nie wieder hochgekommen. Müsste ich irgendwelche unendlichen Wege laufen. So, ich will jetzt aber echt Glas haben. Glasfenster. Dann mache ich mir jetzt mal ganz viel aus dem Quarz hier Glas. Ich muss doch mal bald wieder essen, obwohl das geht noch. Da kicken wir mal. Ich will echt ein Glaspanorama haben. So. Hier. Das wäre sicherlich geil, ey. Ja. Die Konstruktion wird dann wieder schwächer natürlich. Gucke ich, ob ich verstärktes Glas. Geht das eigentlich? Verstärktes Glas? Nee, ne? Ich glaube, ich baue das auch auf. Verstärkung werde ich dann woanders hinbauen und fertig. Ich brauche noch einmal Glas. Okay. Ich glaube, ich baue jetzt dreimal nochmal Glas. Ja. Eins, zwei, drei. So. Dann schauen wir mal, wie es aussieht. Verstärkung wird ordentlich leiden. Mal gucken. Okay, wenn ich das jetzt hier noch wegmache. 6,8. Wenn ich jetzt noch Glas hinbaue, wird es noch schwächer. Ja, das geht. 5,8. Aber ich habe meine Aussicht. Was hat der denn da? Oh, scheiße, ich habe mein Aquarium irgendwie weggedingst. What the fuck? Hä? Ich bin gerade ultra verwirrt. So. Was hatte ich jetzt an erster Stelle? Ja, voll vergessen, ey. Messer und... Schweizer. So. Schön. Ich bin soweit zufrieden.
Und ich könnte jetzt den Pflanzer nutzen. Mal gucken, was das bedeutet. Ich nehme mal von jedem jeweils eine Probe mit. Und schau mal, was abgeht. So, die Samen lasse ich mal. Und die gehören sowieso in den Tag. Gehe ich mal stark von aus. Oder ich mache die Luke hier hin, ne? Habe ich eine schönere Aussicht daraus. So, der Pflanzer. Es ist... Ah, es ist jetzt fest. Okay. Und das ist hier dunkelblau. Das heißt, ich kann echt wirklich nur... Das kann ich nicht. Die Pilzprobe. Quallenpflanze. Säurepilz, das. Das. Und Blutöl. Dann könnte ich noch eine kleine Pflanze hinpacken. Ich probiere mal die Luke von der anderen Seite hin zu bauen. Das heißt, die Pflanzen sind fest verpflanzt, sage ich mal, und die kann ich jetzt nicht mehr rausnehmen und bin mal gespannt, wo die Windelranke wächst. So, hier kann ich den Scheiß mal wieder reinpacken, die Pilzprobe. Und was haben wir denn hier? Windegrassamen, genau. Die habe ich noch gar nicht verpflanzt. So, dann schauen wir mal rein. Ich guck mal, ob ich die Luke hier bauen kann. Das geht. Geil. Ob ich überhaupt noch durchgehen kann. Ja, das klappt. Geiler Scheiß. Und dann den Pflanzer wieder benutzen und rein mit dir. Und jetzt wäre bestimmt schick, ein paar Fischchen reinzupacken. Hier, Nahrung. Auf jeden Fall zwei Kika. Und zwei von denen einfach jeweils. Und dann haben wir schon mal ein sehr schickes Aquarium. Dort ein Aquarium. Dort könnte ich dann übrigens dann meine Botanik aufbauen. Was macht der denn da? So. Und dann raus mit euch. Hui, sie können schwimmen. Geil. Sehr, sehr schön. Ich habe jetzt endlich ein großes Aquarium, ein Screenshot gemacht. Ein paar Fische drin schwimmen. Ich kann wahrscheinlich so viele reinpacken, wie ich jetzt will. Weil der hier hat so gesagt nur Slots für Fische. Und da kann ich so viele reinpacken, wie ich will. Ey, geil. Von jedem jeweils zwei. Die haben Spaß zusammen, sind ein Pärchen. Sehr schön. Und, runter. Jetzt muss ich mal aber kurz hier futtern. Die Kicker sättigen am meisten. Dann muss ich kurz hier wieder Quarz, Salz. Oh, ich brauche Korallen für Wasser. Habe ich denn echt kein Wasser mehr da? Krasser Shit. Mal ein paar Korallen zusammen sammeln hier. Dann Geiger. Anderen Fisch. Und ich hoffe, ich kann echt dieses Pflanzenbeet bauen. Irgendwie habe ich bisher noch keine Möglichkeit dazu gefunden. Es kann vielleicht auch daran liegen. Okay, den esse ich jetzt nicht. Ich muss jetzt ein paar Korallen sammeln. Wo habe ich mein Boot? Es kann echt daran liegen, dass diese doppelten hier jetzt nicht, zum Glück, Geräte, dass diese doppelten Aquarium... Schild, Schrank, die drei, diese Beete darstellen oder diese Flutlichter, weißt du, die kann man ja auch noch bauen, die werden bei mir ja auch noch nicht dargestellt, darstellen und da jetzt ein Bug entstanden ist, so gesagt, ach du Scheiße, was bist du denn? Genau, Verstärkung müsste ich jetzt bauen, ich habe jetzt genug da, das mache ich mal eben schnell, bevor die Bude hier auseinanderbricht. Natürlich kann man nur hier... Ja, es ist schon mal ein bisschen sicherer alles. Und hier... Da habe ich ein Guckfenster. So, jetzt sammeln wir uns ein bisschen... Jedes Mal. Sammeln wir uns mal ein bisschen Korallen und vielleicht noch ein paar andere Pflanzen. Ich habe jetzt ja genug Platz für andere Pflanzen. So, Alter, das sieht doch... geil aus, oder? Ich finde das schick. Auf geht's, ein paar Korallen sammeln. Hier, guck mal, diese Blumen kann ich einsammeln.
denke ich mal. Blaue Palme. Hier kann ich leider nichts machen. Oh, hier habe ich zwei rausbekommen. Ach, scheiße. Ah, die Samen sind aber ganz schön fett da. Gut. Alt gekochter Boomerang. Den esse ich jetzt erstmal auf, bevor er vergammelt. So, dann suchen wir uns jetzt... Was wollte ich? Korallen. Genau. Das ist mal hart. Au! Alles gut? Oh, ich habe das Ding Schrott gemacht. Heilige Scheiße. Ich habe das Ding Schrott gemacht. Das war jetzt nicht Absicht. Oh, fuck, ey, da muss ich wieder... Ah. Egal. Werde ich nachher mal irgendwann machen. Da ist eine Koralle. Aber die ist schick. Die lasse ich mal. Die ist schön. Aber ich gucke mal, ob ich diese Zippel hier. Riesige Korallenröhre. Nee, nee, die ist schön. Die lasse ich. Ich hole mal andere Korallen hier. Diese Dinger. Pilze habe ich erstmal genug. Aber wir sammeln mal, ne? Hier habe ich Korallen. Koralski. So. Noch irgendwo ein paar normale Korallen? Nee, ne? Sag ich diese Hirnknubbel hier, das Ding hier. Kann ich damit was machen? Nö. Wird knapp mit den Korallen, ne? Caution. Laber nicht. Laber, ich suche ja schon. Suche ja schon Korallen für Kohle oder wie Qual. Ach. Wie da voll bist du Blade? Bist du total Blade? Nehme ich lieber das hier auf und einen davon. Inventarski ist full ski. Autsch. Hier, die sehen auch schick aus, lila Fächer. Mal schnell zurück nach Hause, ein bisschen hier Bleiche, hier Basis, Dingsbums, wie heißt es? Ach, das hat drei Namen. Bleiche, Kalk, ne, egal, ihr wisst, was ich meine. Chlor, oder so. Ich darf jetzt bloß nichts mit meinem Schiff hier Schrott fahren, ey. Hab ich vorhin schon geschafft. Oh, Fische. Fische? Ich brauche hier auch Nahrung. Fische? Keine Fische da. So. Ach, so toll. Nicht, dass ich aus reiner Verzweiflung meine Fische aus dem Aquarium aufesse. So. Korallen hatte ich hier. Genau. So, aber ich nehme jetzt ein paar mit für Wasser und Salz. Alles klar. Ja, Desinfektionsmittel, meine ich doch. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen können. Genau, ich wollte ja noch gucken, wie ich jetzt farmen kann. Erstmal Wasser, bevor ihr kapiert, ey. Dreimal aussaufen. Aber ich frage mich gerade, wieso ich gerade nur 300 Energie habe. Was ist eigentlich mit meinen Sonnenviechern hier los? Ja, zwei verloren. What the fuck? Brauche ich Quarz und Titan dann, um die dann wieder aufzubauen. So. Nahrung. Da rein und die Pflanzen kommen nach oben. So, hier kommt das blaue Zeugs hin. Zack, zack, zack. Ne, die Pilze. Am besten dahin. Hier waren sie, genau. So, wie sieht es aus mit den Pflanzen hier? Ich will mal gucken hier mit den Pflanzen. Hm. Ich weiß nicht, was ich, aber guck mal hier, die ist gewachsen, die Pflanze. Die Winderanke auch. Das ist cool. Aber es ist quasi ein Aquarium, keine richtige Farm. So.
Das haben wir. Die Verstärkung haben wir auch gebaut. Packe ich alles zurück. Lithium. Und Titan. Ich finde das echt so schön jetzt hier alles. Das ist mega geil. Viel Platz zum Staunen, obwohl es beim Quarz und Titan wieder knapp aussieht. Aber egal. So, dann gucken wir uns mal durch die Baupläne. Hier sollte bestimmt irgendwas sein, oder? Oder müsste ich wieder Fragmente suchen? Mehrzweckraum. Sieht so aus. Log Datenbank. Aurora. Ne, achso, das ist die V-Pflanzenfleischfresser. Baumegel. Säurepilz. Baumpilz, lila Hirnkoralle. Technologien. Ausrüstung, Habitate, willkommen, Habitate, haben wir irgendwas? Nein, das ist komisch, ich weiß nicht, wie ich, ja, auch doppelter Mehrzweckraum. Das ist sehr interessant. Ich baue jetzt auch einfach mal die Titan 2 und Quarz 2, die Solarmodule, fertig und... Dann denke ich mal, kümmere ich mich in der nächsten Episode darum, dass ich jetzt ein paar Pflanzen hinpflanzen kann. Ich baue jetzt nochmal eben schnell hier ein paar Kollektoren auf. Weil es geht ja gar nicht. 300 Energie. Das ist ein absolutes No-Go. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo genau ich das hin platziert habe. So Hälfte in dem Schwarzen drin. Schräg ist auch nicht schön. Fluch noch eins. Die Nacht bricht über Mimi. Alter. Ich baue das jetzt so hin. Na. No. Sehe ich natürlich gar nichts mehr. Sehr, sehr geil. Aber hier an dem Stäbchen. Oh, das könnte ich sogar jetzt hier so. Ja. Ah, so lassen wir das jetzt. Und jetzt habe ich wieder 400 Energie. Alles vollständig. Basis leicht. Oh, was war das denn eben? Achso, meine Hand. Basis leicht gestärkt. Zwei fette Aquarien. Ein Foto machen hier, oder? Sieht auch schick aus hier. So. Und da gucke ich mal, wie ich jetzt diese ja halt. Oh, guck mal, das ist weiter gewachsen. Wie ich diese Beete bauen kann für die anderen Pflanzen, weil dann würde ich irgendwie, denke ich mal, im nächsten Raum oben halt meine Botanik auswachsen, ausbauen. Hier die Pilze hier, ganz schön. Diese vier Pflanzen, die ich hier hingepackt habe. Hier, dit hier. Und bin gespannt, was hier noch weiter passiert im Aquarium. Und ich würde sagen, man sieht sich in der nächsten Episode. Adios, amigos.